Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schon ist wieder der 10. Dezember und hier kommt mein 10. Adventstürchen. Ja, heute ist mein letzter Abend bei meiner Freundin in Mallorca und es war also so eine schöne kurze Zeit und ich wollte euch erzählen, was wir heute Abend gemacht haben. Denn die liebe Andrea ist auch ein wunderbarer Coach und sie hat mir geholfen, herauszufinden, was meine wahren Werte sind. Und es hört sich so einfach an, hallo Pia, einfach an zu denken, ja klar, ich kenne meine Werte, ich weiß, was mir wichtig ist und das ist überhaupt kein Problem. Und ich habe gemerkt, dass ich das alleine heute nicht hingekriegt hätte. Aus mir heraus meine Werte aufschreiben zu können und die auch noch zu priorisieren, was für mich meine Number 1, 2, 3, 4, 5, wir haben 10 Werte genommen, die wichtigsten meine Werte sind. Und hallo zusammen, und was so interessant war, rauszufinden und zu hinterfragen, was sind wirklich deine Werte? Und was sind Werte, die du übernommen hast? Oder was sind Werte, von denen du glaubst, dass es wichtige Werte sind? Und wenn du jeden einzelnen Wert nach diesem Raster hinterfragst, dann findest du heraus, dass du oftmals nur Werte lebst oder verfolgst, weil du glaubst, dass es ein wichtiger Wert ist, für dich selber aber kein wichtiger Wert. Und dazu will ich nur sagen, erstens mal, dass einem das auffallen darf. Weil das bedeutet, wenn du nach Werten anderer Menschen lebst, Katrin, ja, wenn du nach Werten anderer Menschen lebst, dann jagst du etwas nach, was dir nicht entspricht. Wenn du nach Werten anderer Menschen lebst, powerst du dich aus, weil du Dinge erfüllen oder meinst, Dinge erfüllen zu müssen, die für dich überhaupt kein wichtiger Wert sind. Und das ist so hinterhältig und braucht wirklich mal einen Entschluss, um zu sagen, was sind wirklich meine Werte? Was verfolge ich in meinem Leben an Werten für mich, weil das in mir verankert ist, weil das meins ist, weil das für mich ist? Und zum Beispiel solche Werte wie Anerkennung, ja? Anerkennung, wieso ist dir Anerkennung wichtig? Wenn du Anerkennung als Wert hast oder zum Beispiel auch Respekt, wenn du sagst, ja, Respekt ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Wert. Das fand ich so ein riesengroßes Beispiel für mich. Ich dachte auch, Respekt ist mir so, so wichtig. Aber überleg dir mal, warum findest du Respekt als wichtigen Wert? Ist es für dich wichtig, weil du in der Vergangenheit irgendwie respektlos behandelt worden bist und jetzt möchtest du Respekt. Ist es deswegen für dich ein wichtiger Wert? Wenn du das mal hinterfragst und schaust, ja, warum möchte ich denn das alles? Warum sind das wichtige Werte für mich? Ob das ein Wert ist, der dich groß werden lässt und der dich aufgehen lässt? Oder ist es ein Wert, den du sagst, ja, Respekt ist super wichtig, damit man sich gegenseitig anständig behandelt und unterstützt und deswegen brauche ich Respekt? Ist es also ein Wert, weil du andere Dinge nicht haben willst und deswegen Respekt haben willst? Oder möchtest du Respekt haben, weil Respekt dich ausdehnt, weil dich wachsen lässt, weil dich größer werden lässt? Das ist nur mal ein kleiner 10. Adventsfenster-Tipp zu hinterfragen, was sind wirklich deine Werte und warum glaubst du, dass es deine Werte sind? Und wenn du da mal ganz klar hinguckst und dir die Zeit nimmst, diese Klarheit zu bekommen, was für dich wirklich wichtig ist, kannst du auch für dich wirklich in deinem Leben entscheiden. Hallo Nadine und noch eine Nadine. Freut mich, dass ihr zuschaut, weil das ist echt ein wichtiges Thema. Nehmt euch wirklich mal die Zeit in der Adventszeit jetzt, setzt euch hin und schaut, was sind eure wahren Werte. Welche Werte tragt ihr hinaus? Welche lebt ihr? Welche repräsentiert ihr? Oder welchen Werten eifert ihr nach, weil ihr glaubt, das sind wichtige Werte?
diesen Unterschied zu machen, bringt so, so viel Klarheit und bringt auch so viel Energie in dein Leben, weil dann kannst du die Energie so lenken und fokussieren, dass du dich eben bemühst, nach deinen Werten zu leben und nicht nach Werten von anderen oder nach Werten der Gesellschaft. Hinterfrag das mal und ich bin gespannt, was für euch da rauskommt. Also für mich war diese Erfahrung heute mit der Andrea so großartig, dass ich sage, ja, ich möchte so einen Werte-Workshop machen mit ihr zusammen für euch. Ich möchte, weil das geht nicht ohne Anleitung. Ich möchte sowas anbieten, dass die Menschen, die da Lust haben, zu dieser Klarheit kommen und sagen, was brauche ich denn wirklich? Weil wenn du keine wahren Werte hast für deine Beziehung, wenn du nicht Werte hast für deinen Beruf, wenn du nicht weißt, was deine Werte sind, dann kriegst du keine Motivation dahinter, da kriegst du keinen Drive, dann machst du, da quälst du dich, da wirst du ausgepowert und fühlst dich permanent fehl am Platz. Und nur aus einem Grund, weil du dir nicht die Zeit genommen hast, weil du dir nicht die Mühe gegeben hast, zu schauen, was sind wirklich deine eigenen Werte? Was treibt dich an von innen heraus, anstatt was jagt dich von außen? Das ist nämlich genau der Unterschied. Der feine, aber kleine Unterschied sind die Wertigkeiten, die wir in uns tragen und die für uns persönlich wichtig sind und nicht für unsere Nachbarn oder für unsere Chefs oder für unseren Mann und für unseren Partner. Ja, schaut euch das mal an, schreibt sie einfach mal auf und hinterfragt jeden einzelnen Wert. Und dann werdet ihr wahrscheinlich so wie ich ein Aha-Erlebnis haben. Ja, ich wünsche euch einen wunderbaren 10. Dezember und bis morgen. Bye.